Finger weg von der Muschi. Oh Mann, oh. Oh, Hallöchen. Das war mal ein elegantes Erfahren abseits der Straße. Darf ich die Ansage machen? Ja. Ja. Er hält ja wirklich nicht an, ist das dein Ernst? Soll ich den anschauen? Ja, warte mal. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Hier spricht das LSPD, der Tanklaster vor uns. Bitte einmal rechts ranfahren, den Motor ausschalten und der Fahrer bitte einmal auf den Gehweg treten. Der hält wirklich nicht an, Alter. Irgendwie noch. Der Herr in dem Tankcluster vor uns, der jetzt auf den Highway auffährt, bitte einmal rechts ranfahren, den Motor ausschalten und auf den Gehweg treten. Und zwar nicht hier. 6,5 Stunden später. Ich glaube, er weiß nicht, wie er rechts ranfahren soll. Nutzen Sie einfach die nächste Möglichkeit, rechts ranzufahren, egal wie. Boah, da zurück, ist mir egal. Das ist so schwer, Leute, ey. Ey, wie war das gerade ein bisschen? Ja, guck mal, ist doch einfach. Das geht doch. Na, ey, vermischt, was weiß das denn? Ein wunderschön. Ja, ich wollte mal was hier abseits der Straße fahren, das ist nicht gut. Ich wollte ein bisschen abkürzen, weißt du, das Tankstehen-Business läuft aber nicht mehr. Aber mit so einem dicken Brummer ist das doch gefährlich. Ja, wie, das läuft nicht. Alter, da höre ich andere Leute, die sagen, kriegen wir ordentlich Kohle. Ja, naja, jetzt zum Jutenkram zurück. Ne, Frau Esmann, übernehmen Sie mal. Das machen Sie immer so wunderbar reizvoll. Ich mache das schön. Also. Wunderbar. Dann fangen wir mal vorne an. Wir hätten Sie einmal Personal aus solchen Lizenzen. Ja. Darf ich Ihnen mein Perso meine Lizenzen geben? Ja, ich bitte drum. Wäre ich begeistert. Herr Blomme. Peter Blomme. Gut, das haben Sie erstmal alles schon. Das sieht gut aus, Herr Blomme. Ich gehe mal ganz kurz ins Fahrzeug und checke mal, was ist das? Ist es Sale bei Zalando oder? Was? Weiß man mich nicht. Ich habe nichts zu tun. Ich bin unschuldig. Das wage ich irgendwie gerade so ein bisschen zu bezweifeln, die Farbe, aber gut. Herr Blomme, ich steig mal ganz kurz ins Auto und werde mal ganz kurz Ihre Akte checken, ja? Haben Sie ein Verbandskasten-Reparaturkit mit? Ja, und Sie dürfen auch die Hände heben. Alle Hände hoch. Hände funkeln, werden beide weggeschmissen. Lass uns hier alles mit der Ruhe. Alles gut. Erstmal noch Sie einmal in die Funkgeräte wegwerfen. Ja, selbstverständlich. Zack, zack. Ja, ich muss die Hände dafür runterlegen. Gib mir mit 2 Sekunden, ich bin nicht ganz so schnell. Na gut, dann durchsuche ich sie jetzt. Haben Sie wirklich mehr Saar? Ja, ich habe alles weg. Ich habe alles weg. So, einmal die Dame nochmal durchsuchen. Was sind meine Seile? Ja, natürlich. Hier ist alles weg. Ja, dann gucken wir, was passiert. Jetzt schon mal mit der Mütze. Dann schreien Sie jetzt in einen Revolter. Alles klar. Da hinten, wo Platz ist. Schreien Sie bitte in einen Revolter ein, wo Platz ist. Pain hat zwar durchgefunkt, hier sind gerade 20 Yakuza-Fahrzeuge lang gefahren und die Antwort war im Funk, ja, die spielen Feuerstecken mit den Triaden. Ah. Seid ihr alle in den Autos? Oh, ich wollte doch gleich auf Weihnachtsmarkt. Die beiden Fahrzeuge mit den Geißeln reinfahren und das erste Fahrzeug, was die Geißel gleich so absetzt, wieder zurück und hier den abholen. Hier sind mehrere Fahrzeuge und die Antwort ist, die spielen versteckt mit den Triaden. Ich krieg zu viel. Hört ihr mich? Ja. Also. Ja, dann spielen wir jetzt mit. Der Dame hat ja jetzt die Sprache verschlagen. Nee, ja, aber die haben heute den Hauptgewinn gezogen. Das freut mich. Was gibt's denn? Wir suchen ein goldenes Cantana von dem Herrn. Haben Sie was erfahren über die Beerdigung von Holger Hanso? Da waren noch ganz viele Beamte mit dabei, die da getraut haben. Nee, leider nicht. An der Staatsbank. Und da hat uns der Staat schon Gold geklaut. So, wie gesagt, Sie können hier erstmal aussteigen. Die anderen beiden Herren begleiten Sie dann. Okay. Ich steige aus. So. Komm mal rüber zu Ihnen direkt. Ja, klar. Ich bleib hier stehen, oder? Sie bleiben erstmal hier stehen. Ich würde sagen, Sie müssen mir ein bisschen helfen. Ich will nichts verkehrt machen, nur ich... Alles gut. Und die suchen was. Irgendwas wurde die gestohlen. Kann mich mal bitte einer kurz aufklären? Ich bin gerade etwas verwirrt, ehrlich gesagt. Soll ich Ihnen jetzt beim Suchen helfen, oder? Nein. Machen wir schon alleine. Okay. Sie werden mir aber sicherlich gleich erklären, welche Rolle wir da drin spielen werden. Ja, das wird Ihnen bestimmt gesagt.
hey, ich bring dich. Dieser Funkspruch allein, dieser Funkspruch. Dann kommt ihr aber mit. Hier sind 20 Yakuza-Fahrzeuge. Ja, die spielen versteckt mit den Triaden und Exe nur so. Was? Können sie klettern? Ja, ein bisschen körperlich fit bin ich, glaube ich, schon. Ja, wir müssen dann gleich mal auf das Gelände klettern. Ja, gut, ja. Das, ja, okay. Du musst die Waffen wegschmeißen, nicht, ne? Ausrutschen. Gut. Aber passen Sie auf beim Klettern nicht, dass Sie ausrutschen. Es ist rutschig, es ist ein bisschen Schnee liegt, ne? Ein bisschen eisig. Ich bin ja bis jetzt die nettesten Geiselnehmer, die ich jemals kennengelernt habe, aber gut. Ja. Aua, au! Oh. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles ist gut. Sie wollen mich doch jetzt gerade verkackeiern, okay. Oder? Okay, jetzt wieder zurückklettern. Also. Jetzt ein Herzen. Dankeschön, Herr Tetzter. Oh, tut mir leid, Frau Erstmal, sind Sie das? Ja. Scheiße, ich dachte, Sie wären diese Frau, die mich am PD verhaftet hat. Sie müssen nicht in die Wand gucken, ne? Wer ist denn die hübsche Dame hier? Das bleibt vielleicht ein großes Geheimnis. Oh, war ein wunderschön. Die Dame, sie sieht aber gut aus. Ich danke Ihnen. Schick haben Sie heute gemacht, ne? Vielen lieben Dank, ja. Vielleicht wusste ich das unterbewusst, dass heute irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Okay. Wollen wir gleich mal ein bisschen Zweisamkeit genießen? Wissen Sie, am liebsten würde ich Ihnen widersprechen, aber Sie haben eine Waffe in der Hand. Bleibe ich da eine große andere Wahl? Nee, alles gut, alles gut. Soll ja nicht unter Zwang passieren. Wäre ich mal mit meinem Sohn. Er konnte ja noch nicht. Welche Rang setzen Sie denn beim NSPD? Ich? Rang 3? Rang 3? Oh, das ist aber süß. Das ist aber Schnuckelputz hier. Tja, wenn man den GBD nicht hat, bleibt einem das leider verwehrt. Oh, das ist natürlich... Das Problem hatte ich auch. So. Noch fesseln, Leute. So, und die andere nette blonde Dame, einmal darüber, wo die Lücke frei ist, rechts. Kanzara, rein! Oh, wo ist die du Lücke? Schaffst das! Hat jemand noch fesseln? Oh, die Dame ist doch noch gefesselt. Kanzara, los, rein! Perfekt. Ja, da ist auch drauf. Ja, Max ist erst. Blöd gelaufen, Sarah. Weißt du, aber das Schlimme ist auch halt einfach, Sarah kommt da hin, kriegt direkt schon wieder hier von Herrn Hillen irgendwie welche dummen Sprüche. Dann Max auch blöd gelaufen, Sarah, und denkst dir einfach nur so, WTF! Fand ich meine Diskussion über die Backstreet Boys besser. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie hören? Er versteht jetzt Sprache nicht! Oh Gott. Was? Sind nicht am Kindergeburtstag? Gute oder schlechte Nachricht? Ich glaube, wir sind beide schlecht. Ich würde gerne die schlechte zuerst hören. Schauen Sie mal, wir machen das so. Ich sage Ihnen zuerst die gute Nachricht, ja? Aha. Die gute Nachricht wird sein, wenn die Cops heute kooperativ sind und das machen, was wir sagen, dann werden sie überleben. Wisst ihr, was die schlechte ist? Wenn sie es nicht tun, dann sind sie die ersten drei, die sterben werden. Er versteht jetzt Sprache nicht! Ah, du bist ganz witziger. Ich kann dir auch einfach mal die Zunge rausschneiden, dann kannst du gar nicht mehr sprechen. Was ist denn davon? Dann kann ich also mein Blut besprenkeln. Und was ist, wenn ich es jetzt einfach mache, weil ich Bock drauf hab? Gut. Also hörst du mal lieber auf mit dem Kindergarten hier, oder? Und halt unterhält sich normal. Alles klar, Sir. Sehr schön. Dann hat der Herr in der Mitte sehr viel Spaß. Ich hab nicht mal gelacht, aber schön, dass du Stimmen unterscheiden kannst. Du intelligent bist du anscheinend. Hör mal, fühlst du das hier in deinem Nacken? Na, ich fühle einen Schwanz in meinem Nacken, ja? Ah, du fühlst einen Schwanz in deinem Nacken. Bitte. Ich will uns alle in einem Stück hier rausbekommen, wenn das geht, ja? Ich will sagen, was das ist in deinem Nacken hier. Gott. Das ist der Lauf meiner AK. Oh, mein Gott, bitte nicht. Oh, sie sind ja wirklich... Bitte. Also ich würde anders reagieren, wenn ich eine AK im Nacken habe, ganz ehrlich, aber... Sie scheinen da ja ein ganz harter zu sein. Ich bin kein ganz harter. Ja, so tun sie aber gerade. Nein, bin ich nicht. Ich habe einfach nichts mehr zu verlieren. Ja, ach so ein Ding ist das, okay, verstehe. Das ist es einfach. Das ist ja immer leicht gesagt, ne? Ja, du hast aber uns zu verlieren. Wir sind deine Kollegen und wir wollen dich nicht verlieren. Du bleibst jetzt verdammt nochmal da und benimmst dich. Also, ich möchte in einem, nicht. Ich möchte Payne, ich will uns ruhig, alle Payne. In einem Stück hier rausbekommen, bitte. Alle. Und ich möchte dich nicht mit einer Kugel am Kopf hinter mir herschleifen müssen oder sowas, wenn wir hier wieder rauskommen. Payne. Weißt du, wie oft ich mich versucht habe, von der Brücke zu stürzen, dass es nie geklappt hat? Vielleicht klappt es ja jetzt. Also ich kann dir das nächste Mal bei helfen, ruf mich dann einfach an. Komischen Leuten erschossen werden, nur weil du die Schnauze aufreißt, Payne. Also halt's Maul. Bitte. Denk vielleicht in dem Moment nicht einfach nur an dich, sondern vielleicht auch einfach an uns. Die zurückbleiben und... die dann da mitleben müssen. Wir können das ja so machen, Herr Payne. Wenn Sie Scheiße bauen, schneide ich Ihre Kollegin den Kopf ab. Was halten Sie davon? Super. Ich würde meinen Kopf aber gerne behalten. Ja, dann... Sagen Sie das mal Ihren Kollegen. Ja, glauben Sie, Sie haben es auch gerade gesehen. Ich versuche hier gerade schon alles damit, dass sie ordentlich läuft, aber... Aber Alter, wie ging das? Ja, aber dann hat... Der hat... Ach Mensch. Verstehe das nicht. Das ist ja so krass. Der ist ja dann da drüber gefahren. Wir haben ihn angehalten. In dem Strampelanzug? Klar hat der gefunkt, ne? Der hat ja auch noch viel zu lange gebraucht. Aber die muss ja... Die Frauen, Kinder. Ja, aber vielleicht haben die wirklich nur gar noch... Gar nichts, haben sie verwandte Familie. Vielleicht haben die wirklich nur noch auf dem PC... Auch nichts.